Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Wir haben 2007 oder 2008 eine DVD rausgebracht. Und dazu musste ich ziemlich viel altes Videomaterial von uns sichten. Da habe ich auch einen Schnipsel entdeckt, in dem ich sage, Berliner Weiße, das ist das nächste große Euding. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Schade eigentlich. Aber ihr habt noch ein paar Tage Zeit und ich glaube, jetzt passiert es wirklich. Mittlerweile bin ich der absoluten Meinung, Berliner Weiße, das ist das nächste große Euding. Alles Gute. Dieses Geräusch auf dem Mittag, auf dem Sonntag, schön. Ja, dadurch sind wir damals ins Esso gekommen. Vorher haben wir im Knarkclub gespielt, haben da den ersten Platz gemacht. Hier sind wir dann rausgeflogen, weil wir beschissen wurden. Knallhart. Ja. Alter, macht er nie mit. Aber trotzdem ist es ja eine Sache, die immer wieder Spaß macht. Und beziehungsweise, glaube ich, auch nicht jeder von sich behaupten kann, dass die Tageslichtfolie beim Interview einfach abgeht. Ja? Weil der Kleber nicht richtig hält. Und manche können sich's vielleicht eher nicht leisten, wenn man mal nicht den Freifahrtschein für die VIP Lounge gewinnt oder Ich mir hart abblasen. Also es ist wirklich schade, aber gut, so ist es, ne? Also ich meine. Da werden sich schon wundern irgendwann, Alter, wenn die Stadt brennt, Alter. Wir lassen uns nicht untergehen, niemals untergehen.